Minecraft hat uns angelogen. Im Jahre 2018 durften wir für ein neues Biom abstimmen, welches hinzugefügt werden sollte. Man konnte sich entscheiden zwischen der Wüste, dem Taiga oder der Savanne. Das Taiga-Biom hat gewonnen. Und auch wenn sich viele ein Wüsten-Update gewünscht hätten, da es das langweiligste Biom in ganz Minecraft ist, ich meine, hier ist einfach gar nichts, ist dennoch das hinzugefügte Taiga-Biom auch keine schlechte Wahl. Doch dann gab es auch noch Hoffnung für alle Wüstenhasser, denn in einem Reddit-Post von Minecraft-Entwicklern wurde uns mitgeteilt, dass die Wüste und die Savanne immer noch ein Update bekommen. Nur einfach später. Und auch wenn sich das im ersten Moment sehr schön anhört, wissen wir es jetzt besser. Denn ein Jahr später haben sie ein Update gemacht und in dem Update wurden gerade mal Füchse, Bären, eine andere Art von Gras und manche Bäume sind größer hinzugefügt. Also wenn der Gewinner so ein schlechtes Update bekommt, was bekommt dann erst Platz 2 und 3, nämlich die Wüste und die Savanne? Oh ja, richtig. Die anderen haben gar kein Update bekommen. Und es gibt nicht mal ein Datum, dass sich das noch ändern soll. Aber um fair zu sein, Minecraft hat ja auch erst 4 Jahre Zeit. Und deswegen finde ich,